Herr Präsident, ja, ich nehme die Wahl an. Das ist gerade mal ein Jahr her. Horst Köhler wird für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident gewählt. Nun ist der Konservative überraschend zurückgetreten, 4 Jahre vor Ablauf seines Mandats. Köhler begründet dies mit der Kritik an seinen Interviewäußerungen zum Nutzen von Bundeswehreinsätzen für den Handel. Im Schloss Bellevue wird damit ein neuer Hausherr gesucht. Hier hatte Köhler seit 2004 residiert als Staatsoberhaupt, das sich nicht selten aktiv in die Politik einmischte. In der Wirtschafts- und Finanzkrise las er den Banken die Leviten. Auch angesehene deutsche Bankinstitute haben beim Umgang mit Risiko zunehmend Durchblick und Weitsicht verloren. Das konnte nur geschehen, weil sie den Bezug zu ihrer eigenen Kultur aufgaben. Im Kontakt mit den Bürgern fühlt sich der meinungsfreudige Köhler sichtlich wohl. Doch am Ende wirft er vorzeitig das Handtuch, wegen Kritik, die er für ungerechtfertigt hält und die den notwendigen Respekt für sein Amt vermissen lasse. Ein neuer Bundespräsident muss nun gefunden werden, innerhalb von 30 Tagen. Bis dahin ist der Bremer Bürgermeister Jens Börnsen als Bundesratschef auch Staatsoberhaupt.